Was denken die Menschen, wenn sie mich sehen? Früher musste ich mir diese Frage nicht stellen. Sie haben es mich jeden Tag wissen lassen. Du bist der Neue. Der Andere. Der Problemfall. Und nie hat sich jemand gefragt, wer ich eigentlich bin. Nur, was ich getan habe. Und wenn du erstmal vom Weg abkommst, keiner dir die Richtung zeigt, dann landest du dort, wo alles einfach scheint. Du verlierst dich immer mehr, bis du dich selbst nicht mehr erkennst. Alles wirkt wie ein Albtraum. Aber dieser Weg ist immer zu Ende. Und dein Albtraum wird zur Realität. Vor Gericht hat dann ein Kollege mich verraten. Ich habe das durch meinen Anwalt mitbekommen, dass er meinen Namen erwähnt hat. Und von ihm hätte ich das niemals erwartet, weil er war echt ein guter Kollege von mir. Zumindest hatte ich das Gefühl. Als er mich verraten hat, ist mir klar geworden, das, was mein Vater die ganze Zeit gesagt hat, so, du musst aufpassen, das sind keine Freunde, die machen nur Scheiße, du kriegst hier Polizeibriefe und. Was war so wirklich dein Grund, dass du gesagt hast, ich komme her? Hier sehe ich Zukunft, hier sehe ich Hoffnung. Wenn ich boxe, fühle ich mich frei. Kein Stress. Ich bin wo ganz anders. Mein Kopf ist frei. Und das fühlt sich gut an. Auf jeden Fall danke, Jungs, dass ihr mich akzeptiert habt. Danke. Eins von uns zwei. Lass mir welchen Weg du im Leben auch immer einschlägst. Er muss nicht für immer sein. Was denken die Menschen, wenn sie mich sehen?